Da sind wir wieder. Willkommen zum Supermarkt-Simulator. Es gibt ein neues Update. Wir haben gestern noch im Stream drüber gesprochen und haben gesagt, es gab ja schon lange kein Update mehr. Und dann kam die Info, ey, Morty, da gibt es ein neues Update. Ja, genau, Morty Supermarkt. Was ist denn jetzt alles neu? Ihr seht schon, es gibt jetzt neue Sachen wie zum Beispiel Fußboden. Den kann man anpassen, die Wände können wir anpassen. Wir können die Regale und die Kühlschränke können wir zum Beispiel anpassen. Wir können hier so einen etwas kleineren Kühlschrank, also ne, den kennt man ja quasi schon aus den Läden, wo man halt sich was Kaltes rausholen kann, anpassen. Da gibt es verschiedene. Es gibt neue Regalgrößen. Das ist das größte Regal, was wir haben. Hier haben wir dann zum Beispiel diese Platten. Ja, die packe ich dann einfach dahin. Dann färbt sich das Ganze dementsprechend. Ich räume auch nichts mehr ins Lager ein, denn das machen die beiden Mitarbeiter. Das mache ich gar nicht. Deswegen, ich kaufe das nur noch, stelle das dahin und bin fertig damit. Ja, der Schreibtisch ist auch so ein bisschen neu. Man sieht, dass das auch so ein bisschen angepasst worden ist. Da brauchen wir nicht reinschauen. Da brauchen wir auch noch nicht reinschauen. Hier müssen wir reinschauen. Möbel. Ihr könnt euch die Farbe jetzt aussuchen, die ihr haben wollt. Und das geht dann immer per Aufpreis dazu. Es gibt kleine Regale, es gibt Eckenregale. Da habe ich auch zum Beispiel schon eins gekauft. Hier sind Eckenregal. Habe ich jetzt hier gekauft. Ich habe jetzt einfach mal bunte Farben genommen, um euch einfach das mal zu zeigen, was es da so gibt. Ja, deswegen, um euch da einfach mal einen Überblick zu geben. Leider können wir den noch nicht verschieben. Es gibt auch noch kein Tablet bisher. Es gibt jetzt auch das mit dem Licht. Wir haben jetzt hier so ein Bild mit drin. Also wie groß ist das im Endeffekt mit dem Licht? Ja, also welchen Bereich habe ich denn dann hier, den ich dann ausleuchten würde? Den habe ich jetzt hier auch mit drin. Auch der Lichtschalter vom Spiel selber ist jetzt nicht mehr mit dem Lager verbunden. Das heißt, das hier ist jetzt nur für unseren Laden, während das hier im Endeffekt ausbleibt. Das heißt, hier habe ich noch einen extra separaten Lichtschalter fürs Lager selber. Auch unsere Mitarbeiter sind etwas schlauer geworden als vorher. Unsere Kassierer leider nicht. Ja, es gibt ja auch neue Gefrierrahmen. Die werden wir uns auch nach und nach anschauen. Deswegen starten wir jetzt hier wieder mit rein. Ich werde jetzt einfach mal kurz gucken, was habe ich jetzt noch nicht so viel im Lager. Wir brauchen Ursaft, Apfelsaft, Joghurt. Die kaufe ich jetzt. Und dann seht ihr gleich, dass die Jungs das selber auffüllen. Beziehungsweise Sachen dann... Dementsprechend, wo ist der Apfelsaft? Die Jungs das gleich dementsprechend hier wegräumen. Pass auf. So, normalerweise ist er, guck mal hier. Ja, die machen das jetzt selber. Wir brauchen nichts mehr machen. Also klar, wir müssen denen noch helfen und so. Ja, das ist das, was wir noch machen sollten. Allerdings brauchen wir sonst nichts mehr machen. So, Joghurt kann ich hier auch mal mitnehmen. Den kann ich eben hier reinschmeißen. So, selbst wenn ich den Karton jetzt nehme und schmeiß den jetzt hier rein. Warte. Na. Kümmern die sich nachher drum. Ich wollte nämlich noch gucken, ob wir auch die Treppen anpassen können. Nein, die können wir leider nicht anpassen. Schade, dass das nicht geht. So, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ich muss erstmal gucken, ich muss noch ein paar Sachen nachbestellen. Ich habe den Safe-Game so ein bisschen anders vorbereitet. Also ich habe jetzt gestern von vorne angefangen und habe so ein bisschen, ja, Dinge getan, damit wir uns so ein bisschen besser auf den Safe-Game vorbereiten können. Wir haben hier keine Mods mehr drin. Das Problem war halt, dass ich mein Safe-Game, den ich ja vorhatte, der komplett gemoddet war, nicht mehr läuft. So, Nudeln brauchen wir und Spaghetti. Ja, das heißt, der funktioniert nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt komplett neu gestartet. Wir spielen komplett Vanilla. Alles, was ihr jetzt seht, ist ohne Mods. Ja, an der Stelle. Deswegen werden wir so ungefähr 10 bis 15 Folgen machen. Und die werde ich dann nach und nach schneiden, dass ihr die dann täglich bekommt. Jetzt brauche ich noch die Spaghetti. So, dann bestelle ich die auch mal eben mit. Ich muss nämlich hier mal gucken, dass wir hier so ein bisschen unsere Sachen auffüllen. Mehl brauche ich noch, das Öl brauche ich noch, beides. Und die Jungs, die füllen das in der Zeit ganz gemütlich auf. Ich bestelle das jetzt hier, ich mache mal 4 Stück. Ich habe jetzt, müsste jetzt auch mal gucken, was im Lager ist. Mache ich jetzt gar nicht erst. Ne? Also die Mühe mache ich mir jetzt hier nicht, weil ich hoffe, dass da noch ein paar Updates kommen, wo wir halt diese Info bekommen. Was habe ich denn jetzt gerade im Spiel da? Was habe ich jetzt verfügbar? Ja, also was habe ich jetzt im Lager und so weiter und so fort. Und darauf möchte ich im Endeffekt hinaus. Wir können mal kurz gucken, auch wegen der neuen Lizenz. Ich meine, die sind sogar ein bisschen billiger geworden. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich könnte hier schon ein paar kaufen, wie ihr seht. Ich würde jetzt das nehmen, was wir jetzt bräuchten mit Hähnchen zum Beispiel. Gefrorene Pizza, Pommes. Die würde ich jetzt holen, damit ich dementsprechend auch die Produkte anbieten kann. Das heißt, ich brauche einen Gefrierschrank, einen großen. Ich habe hier einen Gefrierschrank, großer Gefrierschrank, kostet mich 550. Es gibt einen kleinen Gefrierschrank. Ein Mini-Kühlschrank gibt es zum Beispiel auch. Großer, abgerundeter Kühlschrank. Das ist der, den wir jetzt hier stehen haben aktuell. Ich würde jetzt den großen holen. Für Gefrierschrank würde ich jetzt einfach mal hellblau nehmen. So, Produkte muss ich jetzt natürlich auch noch bestellen. Das heißt, von denen mache ich jetzt mal 4. Wir können auch nur immer insgesamt 5 bestellen. Kartoffeln, ich brauche ein neues Regal. Ne? Ich glaube, ich muss noch ein Regal kaufen. So, Pizza würde ich jetzt auch 4 machen. Ich muss, glaube ich, 2 neue Regale kaufen. Butter.
Viel habe ich jetzt davon? Pommes Fritz habe ich nur eine. Machen wir da noch 4 Stück von. Dann brauche ich trotzdem noch ein Regal, ne? Weil das wird sonst nicht passen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Regal. Auch da können wir uns das jetzt aussuchen. Was nehme ich jetzt? Ich könnte jetzt so ein Regal nehmen. So ein Eckregal. Könnte ich nehmen. Ich könnte auch so ein viereckiges Regal nehmen, was ich einfach hier in die Mitte stellen könnte. Was jetzt in dem Raum jetzt momentan noch keinen Sinn macht. Deswegen könnten wir hier auf jeden Fall was hinstellen. Wir bräuchten auch noch einen Kühlschrank. Den würde ich jetzt auch mitnehmen. Da würde ich jetzt einfach blau nehmen. So, Regal nehmen wir mal so eins mit Ecke, würde ich sagen. Dann könnte man das in die Ecke stellen. Machen wir mal das. Dann nehmen wir einfach mal irgendeine Farbe. Und nehmen das in der Farbe. So. Dass die das jetzt hier nicht wegräumen, ist klar. Also, beziehungsweise nicht alles sofort wegräumen. Weil ich habe natürlich die ganzen Sachen noch nicht hier irgendwo reingepackt. So, jetzt habe ich hier ein Eckregal drin. Ja, ich habe das jetzt hier in die Ecke stehen. Den müsste ich so noch so ein bisschen verschieben eigentlich. Ich müsste mal gucken, ob ich dann nochmal den Laden einmal erweitern kann in dem Fall. Farben können wir zum Beispiel auch nehmen. Na, also ihr habt ja jede Menge Möglichkeiten an Farben, die ihr euch aussuchen könnt. Boden habt ihr jede Menge, die ihr euch aussuchen könnt. Da könnt ihr eigentlich so bauen, wie ihr das Ganze möchtet in dem Fall. So, wir gucken mal kurz Verwaltung, Wachstum. Brauche ich 4000 für. Gut, dann wachsen wir da erstmal noch nicht. Die räumen das jetzt alles weg, also die sind da schon gut zugange. Hier habe ich noch einen Kühlschrank, da kann man auch nachher das anpassen. Da würde ich überlegen, was nehmen wir für Getränke, was nehmen wir für Lebensmittel. Ja, also wenn ihr da Vorschläge habt, welche Farbe was haben sollte, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. So, jetzt habe ich hier unseren großen Gefrierschrank. Den müsste ich machen, wo ich den jetzt hinpacken kann. Der müsste dann eigentlich hier hin. Wie groß ist der denn jetzt hier? Ja, es ist schon eine Nummer. Man hat hier auch schon mal eine Zahl, also diesen Aufkleber dran stehen mit Energie, was der quasi an Strom kostet in dem Fall. So, die räumen jetzt hier alles schon hier weg, sehe ich gerade. Habt ihr denn... Die räumen schon alles weg. Ja, die Jungs sind schnell, das muss man denen echt lassen. Ja. Und was ich jetzt auch mache, weil wir hatten ja eine Mod drin, damit wir sehen können wegen dem Preis. Ich erhöhe das ein, ich ändere den Preis ein einziges Mal und danach nicht mehr. Wir haben das ja, dass wir tagtäglich diese Preisschwankungen haben bei dem Spiel. Und das mache ich nicht mehr. Also ich ändere einmal den Preis und dann bin ich fertig damit. Dann ändere ich das nicht mehr. Ich ändere nicht jeden Tag den Preis, weil das zu viel Aufwand einfach ist, diesen Preis jeden Tag zu ändern. Und ich da keine Lust drauf habe. Ja, die Leute meckern ganz gerne, ey, sagen, ey, das ist jetzt aber zu teuer und das ist uns vollkommen egal. So, wie viel kriegen wir denn hier rein? Ach, guck mal, so einen großen holen wir uns noch gleich ein. Weil das ist perfekt für die Hähnchen einfach. Der ist perfekt für die Hähnchen. Wie viel kriege ich denn da rein? 24? Oder kriege ich ordentlich was rein? Da kriege ich 36, 12, 24, ja, 36 von den Fritten rein. Das ist eine Menge. Also das ist schon eine ordentliche Nummer. So, wenn ich den das jetzt hier reinschmeiße, kommen die das nämlich gleich weg. Ja, das ist halt das Schöne dran. So, wir machen hier einfach mal 6, 10. So, fertig. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Gefrierschrank. Dann brauche ich da auf jeden Fall noch einen größeren. Das ist schön, dass man da zumindest mal was anderes reinbringt. Kostet ja auch nur sehr viel Geld. Sagen wir mal so. Aber gut, was wir haben, haben wir. Also was wir haben, haben wir. Muss ich natürlich nur gucken. Jetzt müsste ich das nochmal ab... Ne, warte mal. Den einen können wir hier hinstellen. Da habe ich die Farbe aber, glaube ich, nicht geändert, ne? Ist egal. Ist dann nicht so schlimm, wenn wir die Farbe nicht geändert. Hier hätte man zum Beispiel in der Mitte, hätten wir dann dementsprechend... Hätten wir die, Sag doch mal eben. Hab's vergessen. Ach, das viereckige Ding, was wir gerade hatten, hätten wir da reinstellen können in dem Fall. So, hier könnte man auch noch einen Schrank reinstellen, so einen kleinen. Hier ist das natürlich wieder doof mit der Ecke. Auch das ist so ein bisschen doof mit der Ecke. Aber wir müssen warten, bis wir das einmal ausgebaut haben. Deswegen habe ich hier auch noch nicht so viel vorbereitet. So, die stellen sich jetzt dahin. Wir können mal gucken, wir könnten eventuell, lange ich auf dem Weg will ich eigentlich nicht stehen haben. Ich mach das bei mal eben anders. So. Und so. So. Dann haben wir das nämlich auch schon fertig. So, die Jungs haben das jetzt weggeräumt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, ich möchte jetzt mein Lagersystem machen, die bauen die alles um. Also da hast du keine Chance im Endeffekt, da irgendwas zu machen. So, ich mach das jetzt so. Ich mach das jetzt hier einmal voll. Schmeiß jetzt auch einfach mal den Karton da rein. Wir müssten den, glaube ich, dann auch wegräumen. Dann machen wir auch einmal den Preis. Machen wir 5,40 Euro. Ja, und dann lasse ich das so. Also ich runde auch hier in dem Fall immer auf, damit wir da keine Probleme bekommen.
Auch hier gibt es ein paar neue Sachen mit den Regalen. Wenn man die vernünftig hinstellen möchte, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das klappt leider auch nicht immer. Mal kurz gucken wegen der Musik. Da. So. So, dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Jetzt muss ich nur gucken, wo die das haben. Ich brauche immer nur ein Item. Den Rest machen die Jungs dann selber. Pommes habe ich schon... Habe ich keine Pizza gekauft? Habe ich keine Pizza gekauft? Jungs, ich hatte doch Pizza gekauft, ne? Aber ihr seht, guck mal, die packen das alles selber rein. Also wenn ich jetzt hier anfange, mein Lagersystem hier einzuführen oder eins zu bauen, die erzählen mir was anderes, die beiden. Und es werden ja nachher noch mehr. Und ihr seht ja auch hier an der Stelle, das passt da ja auch nicht hundertprozentig, ne? Heute kein Glück mit der Musik. Ne, die möchte ich jetzt auch nicht. Dann machen wir es halt so. So, ich hatte doch Pizza gekauft. Ich hatte doch eine Pizza. Oder habe ich die Pizza... Ne, Pizza habe ich, glaube ich, noch gar nicht bestellt, ne? Dann machen wir das mal eben. Dann bestellen wir noch Pizza. So, Produkte. Pizza, 4 Stück. Problem ist jetzt halt nur, ich muss natürlich schneller sein als die, weil er klaut mir jetzt direkt den Karton. Habt ihr das gesehen? Er klaut mir direkt den Karton, der Ganova. So, Pizza... Die Frage, wie viel wir da reinkriegen? 16. Also auch da kriegen wir mehr als genug mit der neuen Variation in den Laden rein. Aber 5,20 Euro. Das ist echt teuer geworden. Karton lasse ich einfach da stehen. Das machen die jetzt. Guck mal, Pizza ist weg. Ja, alles aufgefüllt. Haben die Jungs jetzt mal eben alleine gemacht. So. Und dann gucken wir mal eben kurz. Was habe ich denn jetzt noch, was fehlt? Die haben nämlich noch so ein bisschen Platz hinten im Regal. Ich gucke gerade mal eben, ob wir uns noch eine Lizenz holen können. 750, nein, ist aktuell nicht möglich. Obwohl, weißt du was? Wir machen das anders. Machen wir hier den 5000er Kredit. Dann holen wir uns die Lizenz. Weil das Geld haben wir gleich ganz schnell wieder raus. So, jetzt muss ich das einmal zumachen. Markt. So, was haben wir jetzt? Neue Produkte. Toilettenpapier. Ja, das geht relativ zügig. Dass das weg ist. Deswegen werden wir da direkt was von kaufen. Die machen wir dann auch direkt 2. Ich musste gucken. Ich klaue mir das jetzt hinten wieder raus. So, jetzt muss ich eventuell noch ein paar Regale dann holen. So. Machen wir da 4 Stück rein. Mache ich den Karton darüber. Die Jungs, die regeln das schon. So, dann mache ich hier. Da die 2 rein. Dann schmeiße ich die nächsten rüber. Den kann ich auch da reinschmeißen. Ich muss nur aufpassen, dass sie mir das Toilettenpapier nicht klauen. So, jetzt habe ich keinen Platz für Toilettenpapier, ne? Öl brauche ich noch, sehe ich gerade. Öl brauche ich noch und ich baue noch ein Regal. So, Öl brauchen wir. Öl, wo ist das denn? Das ist das gute Olivenöl. So, und dann brauchen wir noch ein Regal. Was nehmen wir denn dann noch so schönes... Nehmen wir mal das hier. Wir nehmen mal eine andere Farbe. Wir haben... Nehmen wir mal die hier. So. Ja, ich muss gleich doch einmal ausbauen, ne? Also ich muss gleich gucken, dass ich das einmal ausgebaut bekomme vom Budget her. So. Nehmen wir mal das dahin. So. Da kümmern die Jungs sich gleich drum. Mit dem Auffüllen. Glasreiniger müssen wir auch noch hinpacken. So. Muss nur die Preise dran machen. Da machen wir dann 15,50 Euro. Und da machen wir dann 3,10 Euro. So. Wie gesagt, einmal angepasst, nicht mehr gewechselt. Das läuft. Das funktioniert ganz gut. Die KI meckert zwar zwischendurch immer mal, dass die Preise zu teuer sind, aber sie kaufen es trotzdem. Also lasst euch davon nicht beirren. Die Leute kaufen es trotzdem. So, hier haben wir mal 10 Cent drauf. So, da haben wir noch den Reiniger. Den schmeiße ich auch mal darüber. Auch den Handreiniger, den schmeiße ich auch darüber. So, was hast du mir jetzt hier weggenommen? Handreiniger. So, klinisch. Spültabs. Können wir dann hier oben reinpacken. Schmeiße ich auch da rein. Da machen wir 21,60 Euro. So. Was ist das Zeug? Das Öl. Haben die Jungs schon aufgefüllt. Perfekt. Ja, und da brauchen wir auch wesentlich mehr Leute als früher, wenn wir das jetzt alles machen, weil man braucht jetzt wesentlich mehr Zeit zum Auffüllen etc. Ne? Also das dauert jetzt wesentlich länger. Jetzt muss ich natürlich nochmal gucken, habe ich jetzt noch Platz im Lager?
Ich muss nämlich noch ein Regal kaufen, sehe ich gerade. Zwei Regale sollte ich noch kaufen. Und da haben wir auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also wir könnten ein kleines Regal nehmen oder dann halt ein großes. Und ich würde direkt sagen, holt euch das große, fangt gar nicht erst mit dem kleinen an. Ja, das ist nämlich sonst Verschwendung in dem Fall. Und hier ist das Problem, hier kriege ich das große gar nicht mehr rein. Also hier konnte ich ja früher was zwischenpacken oder auch hier konnte ich die zwischenbauen. Das ist alles nicht mehr möglich mit den Regalen, die wir jetzt aktuell haben. Weil manchmal geht das nämlich gar nicht, so wie jetzt. Jetzt habe ich hier keine Möglichkeit, das Regal anzubauen. Warum? Natürlich müsst ihr wieder in meine Kasse gehen. Also manche Sachen sind auch so ein bisschen buggy, wie man sieht. Ja, aber das meiste funktioniert eigentlich. Es fehlt leider immer noch die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, hier, Handscanner oder sonst irgendwas. Weil ich bestelle jetzt einfach nur nach Gefühl. Also das, was jetzt fehlt, bestelle ich danach. Und alles andere, ja, wenn es leer ist, ist leer. Ja, aber gesagt, wir werden jetzt so ein paar Folgen machen. Von der Zeit her. Und dann werden wir mal gucken. So, wir jagen das jetzt mal durch. 27,80. Das ist natürlich ein bisschen... Ich habe ein Produkt verkauft, ohne einen Preis festgelegt zu haben. Wo? Wo habe ich da? Dann machen wir 4,80 €. Der Rest hat Preise. Nein, der hat auch noch keine Preise. So, 6,10 €. Wie gesagt, ich ändere den danach auch nicht mehr. Also hier könnte man zum Beispiel Lebensmittel reinmachen in die blauen. Habe ich auch Preise dran. Die Hähnchen. Ja, die Hähnchen verkaufen ohne Preise dran zu machen. Das ist ganz schlimm. Bekommt 5 Euro, bezahlt nur 5 Euro dafür statt 10. Ah, du Lacker. Ab morgen ist das nicht mehr. Ab morgen ist das nicht mehr. So, also wir können noch mal gucken wegen dem Raumausbau. Warte mal, jetzt haben wir gerade das Budget. 4000 brauche ich, schade. Leider gerade nicht möglich. Lizenz, was haben wir da als nächstes? 750, Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Eier, Viererpack. Und Puderzucker. Ja, jetzt habe ich aber keinen Platz dafür. In dem Fall doch. Ich könnte hier noch ein Regal zwischenstellen. Das könnte ich dann in der nächsten Folge dann für euch fertig machen. Weil ich mache maximal einen Tag für euch jetzt, ja. Was ihr dann bekommt als Folge. Und den Rest schneide ich dann raus. Beziehungsweise das ist der Übergang, den lassen wir dann weg in dem Fall. So, ich könnte aber schon mal gucken hier. Wir haben Käse, Kaffee mit milder Röstung, Wasserflaschen. Den hätte ich eigentlich lieber. Damit ich jetzt zum Beispiel die Wasserflaschen vollständig machen kann. Also das könnte man umbauen. Da könnte man zum Beispiel Joghurt reinpacken. Käse reinpacken. Ich wollte immer Viererpack. Ne? Eigentlich reicht das, wenn wir Zweierpack erstmal machen. Die einen... Weil da habe ich das nämlich im Blau. Milch habe ich nämlich auf 5 gepackt. Oder wir packen es direkt auf 5. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir das auf 5er Reihe packen. Oder ob wir das auf... Viererreihe machen. Wobei wir die Möglichkeit ja nutzen können, wenn wir jetzt hier Fünferreihe haben. Lass uns doch einen Fünfer machen. Also hier bin ich zum Beispiel... Junge, da nehmen wir nicht so viel Butter. Was ist los? müssen wir mal gucken. Also ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Was ihr da vorschlagt, was wir da am besten machen sollen. Und welche Farbe wir machen sollen. Für was nehmen wir am besten welche Farbe? Was nehmen wir für Reinigungsmittel? Also welche Farbe? Also ich kann die Sachen ja verkaufen und kann dann ja neue nehmen. Und würde das dementsprechend anpassen. Dann können wir auch zum Beispiel dementsprechend die Räume färben. Das heißt, wir können da zum Beispiel dann Eis hinpacken. Also alles, was Kühlware ist, machen wir zum Beispiel blau. Alles, was so Reiniger ist, könnten wir... Gelb machen. Ja, solche Sachen. Ich möchte das nämlich nach und nach, also wenn wir dann soweit sind und genug Platz haben, würde ich das ganz gerne so umstrukturieren, dass wir das halt alles passend haben, ne? Dass das nicht so durcheinander ist. Dass wir zum Beispiel Kelloggs haben, dann haben wir da Milch, dann haben wir da Nutella und den ganzen Kram. Dass das alles so nebeneinander im Endeffekt aufgebaut ist. So, jetzt muss ich immer noch gucken. Ich bräuchte noch ein Regal. Oder warte ich bis zur nächsten Lizenz? Wir können auch mal noch einen Kredit aufnehmen. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir. Das Geld ist ganz schnell wieder da. Das ist nicht das Ding. So, Verwaltung, Wachstum. So. Jetzt haben wir die nächste Ecke freigeschaltet. So, das ist die. Kann ich da gleich nämlich umbauen. Was kostet mich denn die nächste Ecke?
6700. Also die hätte ich eigentlich auch schon ganz gerne. Jetzt seht ihr dann,